Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu RimWorld, meine lieben Freunde. An meiner Seite sind die liebe Konsti, Doc, Obi, Dan, Cole, Cass, Sam, Jesse und Van. Ja, Mensch, Leute, was geht ab? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier. In unserer kleinen, aber feinen Kolonie geht es heute wieder weiter. Wir sind dabei, unser Textilienlager hier komplett zu vervollständigen. So, jetzt haben wir es hier aber. Und sind dabei, das Krankenhaus umzubauen und größer zu machen. Denn mittlerweile leben ganze 9 Leute in unserer Kolonie. Das ist schon mal nicht so wenig. Und da braucht man natürlich hier und da mal wieder ein Krankenbett mehr. Denn mit 2 kommt man bei einem richtigen Fight wahrscheinlich nicht so weit. Mensch, heute reimt sich aber einiges. Ja, ja, Leute, und wir sind natürlich dabei, unsere Muffalos zu versorgen. Nahrungsmittel von Insektengelee. Ihr sollt das nicht essen! Ach, die haben das schon irgendwie verbraten, ne? Es ist hier irgendwo drin, mit Sicherheit. Irgendwo ist da Insektengelee drin, so eine Scheiße. Ich hatte das zu spät verboten. Warum liegt hier so Insektengelee? Leute, ich hab das verboten. Hier muss auch noch ein bisschen was repariert werden. Ein paar Sachen sind hier noch relativ kaputt. Ja, vor allem der Drogenlabortisch. Alter, der hat nur noch einen Hitpoint hat er noch. Okay, wow. Was macht Konsti denn gerade? Konsti ist momentan wahrscheinlich auch dran. Was hat die hier gemacht? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall isst sie jetzt gerade was. Aber wir müssen hier ziemlich viele Böden noch verlegen. Ja, da sind wir momentan auf jeden Fall gefragt. Oppi kümmert sich gerade um die Felder. Hier ist einiges, muss hier wegtransportiert werden. Ach, das hat Konsti gemacht. Sie hat Stroh wegtransportiert, weil das habe ich momentan noch wichtig. Was sollen die jetzt erstmal hier ins Kühlhaus bringen? Nicht, dass das hier auch noch verrottet. Das wäre nicht so geil. Ja, ansonsten sind wir nebenbei natürlich noch dran, hier Stahladern aufzuspüren und so weiter und so fort. Ja. Ah, wie geht's Dan? Wie geht's Dan? Der hat doch ein Holzbein. Hat er jetzt eine Beinprothese? Kein Holzbein, Entschuldigung. Schon wieder vertan. Ich glaube, es geht ganz gut. Er hat jetzt Bewegung ist zwar reduziert, aber nur 8%. Das ist nicht schlecht. Ja? Genauso wie Arbeiten, 8%. Das ist schon nicht schlecht. Also da macht die Medizin doch einiges her, was wir hier bei RimWorld momentan haben. Also das geht schon. Wird die eigentlich rüber transportiert hier? Was ist hier mit Mais ist verrottet? Wieso ist Mais verrottet? Hä? Wo ist denn hier bitte Mais verrottet? Wieso wird momentan hier nichts mehr gepflanzt? Ah, hier verrottet der Mais. Warum gehen die nicht mehr? Irgendwas ist doch hier vorgefallen. Schalte das ab. Moment mal. Wenn ich den jetzt umlege... Egal, dann machen wir hier ein Stromkabel einfach hin, oder? Ja, ja. Konsti, bau das mal schnell. Hier ist ja gar nichts mehr in unserem Gewächshaus. Alles verdorrt und gestorben, weil kein Licht. Das ist krass. Das ist natürlich krass. So, hier wird noch eine Falle gebaut. Das will ich aber gar nicht. Hier ist da noch eine. Die können wir doch hier neu installieren. So. Das macht doch mehr Sinn. Ja. Also Heu ist jetzt wieder ein bisschen da. Wieder 4000 knapp, das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich will, dass das hier direkt nochmal bestellt wird. Was haben wir denn? Wir haben schon Herbst. Ja, aber das geht doch bestimmt noch einmal, oder? Wir haben doch nicht so krasse Winter hier. Kriegen wir ja wohl hin. Ich schon die... Ja, hier ist die Nähmaschine, okay. Ich mache hier jetzt erstmal keine Tür rein. Wozu? So. Es wird noch mehr Heu geerntet. Das ist nicht schlecht. Aber weiterhin müssen wir natürlich sehen. Also Hundefutter ist momentan genug da. Dass wir bald mal wieder vielleicht... Ja, noch ist genug Fleisch da. Also so ist es nicht. Aber wir müssen natürlich sehen, dass wir dann auch da nicht in die Bredouille kommen. Wieso haben wir jetzt üppige Mahlzeiten hier wieder? Nee. So, meine Damen und Herren. Hier werden schon wieder super Mahlzeiten gekocht. Das geht natürlich nicht. Hier, das verbieten wir. So.
Ja, wir haben medizintechnisch ist alles super. Das hier könnten wir mal wegtragen demnächst. Ah, lassen wir noch voll werden und dann kommt das auch wieder hier rein. Hier die Steine müssen noch weg. Dann muss der Boden hier verlegt werden und dann müssen wir das hier alles mal umändern. Neue Krankenbetten bauen. Ja, viel zu tun. Was macht Oppi denn? Was machen denn alle? Irgendwie habe ich das Gefühl, alle machen gar nichts so in etwa. Er hat hier, glaube ich, einen neuen Gang gebuddelt. Der hat ja auch momentan Lebensmittelvergiftung. Deswegen ist er auch sehr langsam unterwegs, glaube ich. Ja, ja. Kaum bewegen, kaum arbeiten. Warum machst du es dann? Leg dich doch hin. Naja, würde ihm morgen bestimmt wieder besser gehen. Einmal auskotzen, einmal ausscheißen. Dann geht das schon wieder. Man kennt es. Man kennt es. Wieso ist eigentlich das Ding hier? Das könnten wir ja mal neu installieren. Irgendwo, wo jetzt nicht unbedingt Teufelsgartenpilze wachsen sollen. So, ich hoffe, Konsti kommt jetzt morgen mal wieder dazu, ein bisschen was zu machen. Oh, hier liegt schon wieder so viel Stroh. Das muss halt alles auch abtransportiert werden irgendwie. Es ist viel zu tun hier. Naja, eine neue Nacht bricht herein. Und wir sehen, es wird auch viel mittlerweile mit Milch gekocht, tatsächlich, die wir ja umsonst kriegen durch unsere ganzen Muffalos. Es ist ganz geil. Wir haben 11 Muffalos. Ist zu viel. Ich geb's zu. Aber, was willst du machen? Wie viel haben wir? 11 Stück tatsächlich. Davon 3 Kälber allein. Hunde hält sich in Grenzen. Hunde ist in Ordnung. Ein Hund ist schwanger. Yuma ist mal wieder schwanger. Aber sonst ist das mit den Hunden eigentlich vollkommen in Ordnung. So, Konsti begibt sich ins Krankenzimmer. Sehr gut. Und verlegt da die Fliesen. Ist natürlich relativ teuer. Aber gut. 20 ist sie wieder. Was macht Bam denn momentan? Ah, die macht jetzt Medizin. Okay, das ist in Ordnung. Soll sie machen. Müssen natürlich sehen, dass hier handwerklich auch genug gemacht wird. Damit die dann Dan macht ein paar Bauteile. Alles gut. Hier, die muss noch umgeplaced werden. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob man da... Nee, oder? Ich baue da jetzt nicht noch extra aus so ein Teil hier hin, oder? Ich glaube, das kostet 200 Stahl oder so. Das ist ein bisschen sehr teuer. Nur für die... Ja, wir gucken später mal. Wenn wir was im Überfluss haben, können wir da immer noch so eine Werkbank hinbauen. So, Konsti ist hier dran mit dem Boden. Hier können wir auch noch sagen, warte mal, Boden glätten. Hier haben wir das nämlich schon, hier noch nicht. Und hier den Durchgang müsst ihr euch so vorstellen, dass hier so ein richtig geiler, schöner Torbogen ist. Ja, der hier reingekloppt wurde. Einfach richtig geil. Bringt eine dritte Wand noch was? Bringt eine dritte Wand noch mehr? Wenn ich hier noch eine dritte reinziehe? Dass das dann mega safe ist? Oppi, ey, hör doch auf! Hat Oppi einen Bergbau auf 1? Ja, er soll mal wieder auf die Felder. Komm, geh auf die Felder, geht's dir besser. Außerdem ist auf den Feldern momentan echt wenig los. Und wir haben auch nicht mehr so viel Kartoffeln und Reis. Also es muss hier wieder was angepflanzt werden. Jessie allein wird das nicht handeln können. So, hier müssen wir jetzt erstmal reintragen. Tut mir leid, alle müssen jetzt erstmal hier anpacken. Und das Zeug reinbringen. Ach, was verkochen die auch das Insektengelee, ey. Richtig dumm. Ich sehe jetzt auch nicht mehr, ja, jede Mahlzeit müsste ich hier durchgehen, höchstwahrscheinlich. Welche mit... Ja, man sieht's nicht. Man sieht es nicht. Ich weiß nicht, wo. Irgendwo ist der Wurm drin. Ah, gut, da müssen sie durch. Da müssen sie durch. So, jetzt wird das Ganze hier mal schön weggetragen. Oppi geht raus aus seiner stickigen Mine. Besser so. Bauteile sind fertig. Ich glaube, 10 hatte ich in Auftrag gegeben. Haben wir eigentlich noch irgendwie Metallschrott zum Einschmelzen? Das kann doch gar nicht sein, dass wir hier komplett metallschrottfrei sind. Was sind wir für eine krasse Kolonie eigentlich? Aber es sieht danach aus. Was ist denn hier eigentlich? Ein kleiner Raum. Da war wahrscheinlich Bauteile oder so. Ja, es sieht ziemlich danach aus, als wären wir momentan metallschrottfrei. Hier liegt ein bisschen was, da kommen wir nicht ran. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Na ja, gut, dann würde ich sagen, anstelle davon wird dann hier halt wieder gekloppt.
Na, wir haben, was haben wir denn hier liegen? Wir haben zweimal Granit, wir haben ganz die Kalksteine. Dass hier ein bisschen wieder was gemacht wird. Was haben wir hier liegen? Ja, mehr als genug. Marmor haben wir hier. Ne, was ist denn das? Ist doch Marmor, oder? Ja. Marmor. Händler exotischer Güter. Na, gucken wir mal, ob wir da was kriegen. Ja, sie kommen mit Muffalos an. Das heißt, sie haben wenigstens ein bisschen was auch im Gepäck. Wir sollten hier auf den Warg aufpassen. Wir haben hier, was haben wir denn momentan eigentlich für Tiere, die wir mal jagen sollten? Ja, Warg. Wir haben Luchs. Ja, die sollte man schon, werden wir gleich machen. Die werden wir jagen. Oppi wieder am Anpflanzen, sehr gut. Ja, knapp 5000 Heu ist hier am Start, sehr gut. Krankenbett, Krankenhaus fertig. So, warte mal, neu installieren. So, neu installieren. So, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, was Krankenbetten überhaupt nochmal kosten. Möbel. Krankenbett. 120, 5 Bauteile. Das ist natürlich teuer. Das ist natürlich teuer, aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir müssen ein paar mehr Betten haben. Machen wir erstmal. Kacke, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh Gott, ich habe wieder falsch gedreht. War die so versetzt? Das wird jetzt natürlich eine Investition. Aber so 6 Betten für 9 Bewohner finde ich schon ganz okay. Jetzt ist auch die Frage, diese Vitalmonitore, muss an jedes Bett so ein Teil? Ach komm, wir haben es doch, ist mir jetzt auch egal. Wo ist das? Diverses? Da. Was kosten die? Oh, nochmal 3. Das ist schon ordentlich teuer. Das ist schon ordentlich teuer. Aber gut. So, machen wir das mal so. Wie viele Bauteile? Ja, müsste ja erstmal reichen hier. Ist natürlich eine Investition, aber ich will, dass meinen Patienten hier mega gut geht. Das ist wichtig. Schönes Krankenzimmer hier. Könnten da auch nochmal dann irgendwelche Strukturen reinbauen, irgendwelche Möbel, die das Ganze schöner machen. Wir brauchen hier auch noch Licht Neues. Hier über den Betten, oder? Ne? Damit die, wenn die operieren, da auch gut Licht haben. Hier können wir deinstallieren. Über den Betten. Das heißt, hier kommt später auch noch ein Bett hin, irgendwann vielleicht. So. So, jetzt müsste genug Licht hier drin sein. Kriegen die? Ja, die müssten von da was kriegen, alles klar. Gibt's eigentlich Bilder oder so? Es ist ein bisschen so. Hier, das müssen wir dann auch umbauen, neu installieren. Bye. Das kommt hier hin. Ja, lass mir erstmal. Muss erstmal fertig werden hier. Muss erstmal alles fertig werden. Hier ist auch noch viel Boden zu verlegen. Konsti hat momentan viel um die Ohren. Wer ist eigentlich der Zweitbeste in Sachen Konstruktion? War das Oppi? Der könnte ja mal helfen. Wir haben momentan viel zu konstruieren. Bauen. Hier, also. Oppi hätte da eine 9. Sam hat eine 5. 6. Ja, wenn, dann wäre es Oppi. Der ist aber momentan auf den Feldern zugange. Oh, wir müssen handeln. Wer ist nochmal mein Sozial. War das direkt Doc? Ich glaube ja, ne? Ja, dann lassen wir Doc mal handeln. Doc. Handeln. Ah, da warte mal. Ich wollte ja auch nochmal gucken. War das nicht in der letzten oder vorletzten Folge, dass irgendwelche Friedensgespräche um die Ecke sind? Ist das hier? Friedensgespräche. Da müssten wir eine Karawane hinschicken. Ich finde das aber gar nicht so dumm. Die weißen Guanco Croyo. Was haben wir denn mit denen? Minus, siehst du? Das ist ja nicht schlecht mit denen. Ein bisschen da. Da müsste Doc mit. Jemand, der fighten kann. Wie lange ist das noch? 15 Tage. Wie lange brauchen wir da hin? Kann man das mal irgendwie... hier.
2 Tage, das geht noch. Das geht noch. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal machen eigentlich. Machen wir am nächsten Tag. Machen wir, wenn morgen ist. Gucken wir mal, ob wir eine Karawane zusammenstellen. Müsste dann Doc. Wer ist der beste Kämpfer? Also, jetzt erstmal hier gucken. Erstmal hier gucken. Die nehmen natürlich die Hunde. Aber die Hunde will ich nicht wirklich verkaufen. Bauteile nehmen wir auf jeden Fall. Hightech-Bauteile will ich haben. Hightech-Medizin brauchen wir nicht. Plastahl. Da auch mal die Frage, ne? Wofür brauchen wir es? Wann brauchen wir es? Oh, ich dachte gerade, die kaufen Bier. Tun sie aber gar nicht. Das hier ist eine Tierstörwelle. Die haben bionisches Bein, Alter. Tja. Die kaufen nichts wirklich ein. Hier das Insektengelee, das ist schon mal nicht schlecht. Sehr gut. Alter, ist das geil. Alter, das ist ja mega. Und wir kriegen noch 700. Mama. Geil. Nehmen die das ekelhafte Zeug da. Soll da haben. Brauche ich nicht. Sonst wären meine Leute nur krank. Da liegt die ganze Kotze rum. Gut. Das ist nicht schlecht. Oh, schneller hier. Der Tag gleich zum Ende. Konsti hat den ganzen Tag wieder durchgebaut. Die Felder werden langsam wieder voller. Unser Gewächshaus nicht. Da ist noch alles kahl. Hier habe ich verboten, ne, oder? Ja. Sehr gut. Das reicht auch momentan, was wir hier. Wobei, wir haben jetzt keine Kräutermedizin mehr. Vielleicht soll ich das nochmal erlauben. Vielleicht geht's noch einmal. Wobei, eigentlich ist bald Winter, ne? Wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen die Sachen reinbringen. Ja, wer ist der beste Kämpfer eigentlich? Warte mal. Konsti natürlich im Fernkampf sehr gut. Kuro. Sam. Sam und Doc. Ich sehe Sam und Doc. Konsti brauchen wir hier zum Konstruieren. Also morgen schicken wir die auf die Reise, was soll's. Friedensgespräch. Muss ich da was mitnehmen? Irgendwie ein Geschenk oder so? Gibt's da irgendwie was? Keine Ahnung. Ich habe aber auch kein Geschenk. Ich wüsste nicht, was ich schenken sollte. Hier die Drogen, die soll ich mitnehmen. Ach stimmt, Gerda meint, ich soll die einmauern. Das hat sie nicht wirklich gemeint, aber es ist eine Art, Jesse davon fernzuhalten. Wie sieht's denn überhaupt aus? Toleranz, geringe Toleranz. Ja, aber es hat sich ja wieder einigermaßen gefangen hier. Moody ist trächtig. Moody ist Johnny Muffalo. Nee. Ah, jetzt geht's mal wieder bei den Wölfen weiter. Ihr zieht weiter, ist in Ordnung. So, okay, warte mal. Jetzt gucken wir mal hier. Welt. So, gucken wir hier. Karawane erstellen. So. Also, was habe ich gesagt? Ich hatte gesagt, Sam. Wo ist denn Sam? Da. Übrigens, unser teuerster Charakter ist Opi. Natürlich. Ich hätte gedacht, Konsti ist viel wertvoller, weil die so krass ist. Aber egal, wir machen Sam und Doc. So. Die hat ihr Maschinengewehr dabei, ist in Ordnung. Jetzt brauchen die natürlich Nahrung. Nehmen wir einfach die einfachen Mahlzeiten hier mit. Verdirbt in 1,8 Tagen. Moment. Nee. Dann müssen wir anders machen. Abbruch. Wir müssen erstmal hier irgendwie Überlebensrationen machen oder so. Da. Mach mal 15. Mach da mal Pause. Pause. Mach mal 15 Überlebensrationen. Was ist hier eigentlich? Warum wird hier der Boden die Wand geklebt? Das geht doch gar nicht. So, was sieht's aus dem Holz? Das müsste aber noch reichen für den Boden.
Und hier wird es endlich leerer. Wir sehen schon, wie die Hunde arbeiten. Sie arbeiten sich von den Ecken. Arbeiten sie sich hier weg. Naja, das ist alles schon sehr sinnvoll. Ja, und die Folge ist langsam zu Ende. Leute, da gucken wir mal bei der nächsten Folge unsere... Ist das die erste Karawane in diesem Let's Play? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Aber wir werden eine Karawane machen. Ja, machen wir. Wir schauen uns das an in der nächsten Folge. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei RimWorld.